Das legen die sich auch mit mir an. Moin moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn. Und wir bereiten uns vor auf das Derby. In der letzten Folge haben wir schön gekillt. Da bist du ja. Und diesmal, oh nein, müssen wir schon diese Waffen wieder abgeben? Na gut, reden wir mit ihm. Ich bin ein verdammtes Genie. Wie jedes Jahr darf der Sieger des Demolition Derbys zu dieser super fetten Dinnerparty gehen. Jetzt, da Frank tot ist, gehört sein Platz beim Derby dir. Und du hast Glück, denn ich hab dir nicht nur den Startplatz besorgt, sondern auch noch ein Fahreroutfit, du Glücksschweinchen, du. Jetzt musst du dieses verfluchte Ding nur noch gewinnen, denn Mickey und Lou kommen auch zu der Dinnerparty. Und dann sind sie fällig. Ich besorg dir eine Karre und treff dich heute Abend hier, Slick. Okay. Ich bereite dich auf das Derby vor. Wie soll ich mich darauf vorbereiten? Quatsch, ne? Gut. Bereite dich vor. Du kriegst doch wohl keinen Lappen. Okay, was jetzt? Hoffentlich habe ich ein cooles Outfit an und nicht kein schwules Outfit. Cool. Weiß nicht, ein schwules Outfit zum coolen Outfit. Da tut sie nicht viel. Leider sind die ja teilweise mal besser gekleidet. Aber ich hoffe, ich habe kein Schweinchenkostüm an. Bei den Wagen. Hier ist dein Wagen. Hab ihn selbst repariert. Er ist bis oben hin voll mit feinstem Ethanol und hat Luft in den Reifen. Das volle Programm. Man kennt dein Gesicht hier, also versteck es lieber. Das Rennen beginnt um Mitternacht. Hol sie dir, Slick. Okay. Fahre zur Arena. Bin mal gespannt. Das ist ein super Autofahrer, bin ich jetzt nicht gerade hier, aber... Wenn du es vermasselst oder knietief in der Scheiße steckst, kannst du mich lachen hören. Aber du machst das bestimmt gut. Gespannt. Okay, gib dich mal dahin. Über die Kiste mit pinkfarbener Fackel und Munition zu erhalten. Okay. Oh, hier ist Munition. Raus hier! Ich komme nicht weg. Ich häng mir ein Auto fest. Das war ja beschissen. Das war ja richtig schlecht. Das war ja nicht so gut. Okay, müssen wir nochmal probieren. So. Finde ich egal, welche Richtung man fährt, oder? Zurück.
Hey, kommt jemand? Okay, es war auch dumm auszusteigen, aber mein Wagen war leider Schrott. Deswegen mussten wir dann aussteigen. Heieiei. Na gut. Probieren wir es nochmal. Alter Schwede. Hätte ich auch nicht gedacht. Los. Okay. Da freuen die sich, ja, wenn du mich abschießt. Wer schießt denn da immer von mich? Von oben muss einer sein. Raus hier. Oh, lauf, lauf, lauf. Oh nein! Ach, dieser blöde Wagen, ey. Wenn du erstmal draußen bist, hast du keine Chance mehr, ne? Alter, wie viele Anläufe brauchen wir? Das wäre jetzt der vierte, ne? Heieiei. Mist. Alter, das geht ab. Der hat mich hier voll in den Mangel. Oh. Was? Moor, pass auf die Sackpfeife drauf! Oh, ich muss aufpassen. Warte mal, können wir auch hier hoch? Nee, das darf man nicht. Oh, scheiße! Shit, ich brauche unbedingt ein Fahrzeug wieder. Genau in die
ja lange nicht mehr gut. Wir sind ein bisschen geschützt, würde ich sagen. Aber wie können wir den da killen da oben? Den hier nochmal gleich? Das macht da nichts. Mist. Müssen wir, glaube ich, mit dem Bogen gleich holen. Oder verstecken wir uns mal lieber hier wieder. Das ist mit der Waffe einfacher. Na komm. Den kriege ich nicht so. Okay. Dumm. Dann laufen wir schon weg. Machen wir was anderes. Damit es endlich funktioniert, pass auf. Okay. Na komm, fahr da bitte rüber. Haha! Wir haben da hinten noch so einen Typen hängen, ne? Okay, ich weiß nicht, ob da noch jemand kommt. Wir müssen uns lieber verstecken hier. Keine Ahnung. Da muss ein Gegner sein. Wir gucken, ob wir jemanden finden. Aber wir finden bestimmt einen Gegner. Der muss ja da vorne in der Ecke sitzen irgendwo, da bin ich verkehrt. Hat einen anderen Typen noch da drauf. Ah. Yeah! Ich bin's! Die Kackbratze hat gewonnen. Ein geiler Typ, du bist ein geiler Typ. So. Wie geht's weiter? Ja. Cool. Wir treten im Wittbereich. Vorbei. Tu so, als würdest du dazugehören. Wie geht's denn hier rein? Ich muss da hoch, okay. Hier kennen die mich nicht. Ich muss schon irgendwann meine Maske abnehmen. In dem Schuppen wird von hohen Tieren der Highwaymen nur so wimmeln. Alles Gesichter. Ich bin der Geilste. Pass auf, die sind scheiß gefährlich. Und der Plan ist, du knallst sie alle ab. Allesamt. Das ist die Strafe dafür, mich zu dissen. Ah, da geht's rein, okay. Wir gehen hier auch noch mal kurz rein. Hallo! Hi! Nur hier ein Erste-Hilfe-Set mit. Was okay ist. Oh, hier sind Toiletten. Komm mit. Moin, moin! Das war unglaublich, der beste Sieg aller Zeiten. Danke. Ich bin mal gespannt. Das ist ja irre. Okay, okay. Die erledigen wir alle auf einmal. Bleib bloß ruhig, mach keine Dummheiten. Okay, ich halte jetzt die Klappe. Ich gebe dir Bescheid, wenn die Waffe an Ort und Stelle ist.
Ich kenne dich. Derby-Gewinner. Mann, das war vielleicht eine Show. Richtig nice, Alter. Killer. Verdammt! Wisst ihr, das erinnert mich ein bisschen an mich selbst. Danke, dass ihr alle hier seid. Ein weiter Weg für einige von euch. So lustig es auch ist, wir können nicht lange bleiben. Einfach keine Manieren. Es gibt neue Entwicklungen. Ich habe einen Vorschlag für euch. Los, komm rein! Wer zum Teufel ist das? Er ist unser Numero Uno Problemlöser. Er nimmt uns mit nach Norden und verabreicht uns irgendein... Was war das Obst? Eine heilige Frucht. Das Wunder von New Eden. Ja, das war's. Der Junge hier sagt, diese Frucht macht euch so stark, dass ihr es selbst nicht glaubt. Und wenn der Preis stimmt, wären wir bereit, sie zu teilen. Was redest du für eine Scheiße? Wir sind schon die Stärksten. Ganz genau. Es ist wahr. Ich hab's gesehen. Hört ihr euch überhaupt zu? Heilige Frucht? So eine gequirlte Scheiße. Werdet ihr jetzt weichen der Bälle wie euer Papst? Oh, oh, das hätte er aber nicht sagen sollen. Sonst noch Anmerkungen? Oh, schade, hat niemand einen Kuchen gegessen. Ich gebe euch die heilige Frucht nur, wenn ihr euch an die Abmachung haltet. Ich will, dass ihr New Eden in Schutt und Asche legt. So war der Deal, Mann. Verlass dich auf uns. Jetzt! Wir müssen es jetzt tun. Dann komm mit, verdammt. Mann, wir machen die gottverdammte Scheiße dem Erdboden gleich. Oh, jetzt haben wir noch die beiden. Eine magische Frucht, die Kräfte verleiht? Schwachsinn. Gottverdammte Scheiße, die sind schon gegangen. Das ist doch scheiße. Na gut, wenigstens können wir die anderen Arschbacken kalt machen. Die Knarre ist hinter dem Klo. Okay. Hinter dem Klo. Hinter dem Klo, also hier hinter wahrscheinlich. Nicht hoch. Ach, da. Ich habe jemanden bezahlt, eine Waffe auf dem Scheißhaus zu verstecken. Gern geschehen. Was ist denn für eine Waffe da? Aber nicht so eine coole, ne? Oh, ich muss nachladen. Oh, nee. Scheiße. Das muss man in der Zeitlupe schneller schaffen. Verdammte Axt. Heieiei. Das war richtig schlecht. Na gut, probieren wir es nochmal. Also für jedes Opfer nur ein Schuss, würde ich sagen. Wie viele Leute waren da? 5 oder 4? Und 5, ne? Wie gibt die zur Startlinie? Stand da gerade? Wollte ich mich verarschen? Achso, okay. So, probieren wir es nochmal. Das ist die Chance deines Lebens, Kumpel. 1, 2. Und dann gibt er Hi. Waffen mitnehmen hier. Gut, dass hier eine Werkbank ist. Also wir können theoretisch mal kurz auf unsere Waffen wechseln, ne? Perfekt. Machen wir auch. Schrott, hier will ich rumlaufen. So.
Und der gute... Da. Mann, brechen wir hier mit. Mit. Warte. Gucken wir mal hier. Herstellungsmaterial. Nein, hier oben. Der Arena, sind wir gerade. Frage, wo wir hin müssen. Verdammte Scheiße, die Zwillinge sind mit diesem Freak abgehauen. Die wollen zu New Eden, jede Wette. Du musst sie erledigen, bevor sie rausfinden, dass ich dir geholfen habe. Ich muss mir ein Versteck suchen. Tschüssikowskis Lick, ich drück dir die Daumen. Ein super Typ. Gut, das Derby abgeschlossen. Ziemlich cool. Also, ein neues Outfit, auch nicht schlecht. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.